mein Name ist Katrin und bei mir geht es heute um diese Frucht hier, und zwar Bananen. Ich habe das Problem, dass ich die kaufe und dann meistens ein bisschen vergesse und liegen lasse und dann werden die immer so unschön braun. Wie man diese Bananen geschickt verwerten kann, das zeige ich euch heute in einem ganz einfachen Rezept, und zwar in einem Bananenkuchen mit Joghurt. Für diesen Bananenkuchen benötigen wir 3 reife Bananen, dann 150 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver, das habe ich hier schon dazugegeben. Außerdem 100 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Joghurt, ich habe da griechischen Joghurt verwendet, der ist ein bisschen fettreicher und schmeckt dadurch auch ein bisschen besser, 50 Gramm Zucker, den Saft einer halben Zitrone, 2 Eier, eine Messerspitze Kurkuma sowie den Abrieb der halben Zitrone. Als ersten Schritt heize ich immer den Backofen vor. Der Kuchen wird bei 180 Grad Ober-Unterhitze gebacken. Als zweiten Schritt bereite ich die Backform vor. Ich benutze eine Kastenbackform und die habe ich eben gut ausgefettet und ein bisschen mit Semmelbrösel bestreut. Ich habe mir jetzt eine Schüssel bereitgestellt und diese 50 Gramm Zucker gebe ich jetzt als erstes in die Schüssel rein. Anschließend folgen die 2 Eier, die gebe ich direkt mit dazu. Die 2 Zutaten vermixe ich kurz, füge dann den griechischen Joghurt dazu und vermixe dieses dann ebenfalls nochmal. Nun folgen die Gewürze, also der Kurkuma und die Zitronenschale sowie der Zitronensaft. Auch das wird nochmal kurz vermixt. Bevor jetzt die festen Zutaten, also die Nüsse und das Mehl folgen, greife ich meine Bananen, schäle diese und zerkleinere diese anschließend. Die Bananen können ruhig richtig braun sein, umso süßer sind die Bananen eben auch. Und das gibt dann nochmal ein tolles Aroma. Dritte Banane noch mit rein. Die Bananen werden jetzt mit einer Gabel klein gedrückt. Umso älter die Bananen dann sind, umso einfacher geht das auch. Nachdem die Bananen jetzt klein gedrückt sind, nehme ich meine trockenen Zutaten, sprich die 100 Gramm gemahlene Mandeln und das Backpulver und das Mehl und füge die dem Teig zu und mische das ganz kurz auch noch unter. Nachdem ich das dann untergerührt habe, füge ich jetzt nur noch die eben zerquetschten Bananen hinzu. Damit ist mein Teig schon fertig. Den fertigen Teig gebe ich jetzt noch in die vorher vorbereitete und eingefettete Backform. Den Teig jetzt noch mal kurz ein bisschen glatt streichen und auf geht's in den Backofen. Die Backzeit beträgt 50 Minuten. Als kleines Extra werde ich diesen Kuchen noch ein bisschen mit Schokolade verzieren. Ganz besonders gut an dem Kuchen ist eigentlich, dass durch diese Textur von der Banane, der innen drin auch noch ein bisschen weich ist. Und der Kuchen eignet sich auch super zur Aufbewahrung. Also der schmeckt am zweiten oder dritten Tag auch noch super gut, sehr saftig. Von daher probiert das Rezept gerne aus.